Hallo und willkommen zurück zu den NBA Playoffs und zu dem allseits beliebten Game 7. Wir haben es wirklich herausgefordert, wir haben uns reingehauen, wir haben gekämpft, wir haben gefightet. Eine absolut verrückte Serie, es steht 3-3. Die Cavs sind schon lange in den Finals, wir müssen uns hier durchboxen, schwitzen, ja, und abkotzen. Und jetzt haben wir echt die Chance, in Game 7 die ganze Serie zu drehen. Erst verlieren wir beide Heimspiele, dann gewinnen wir in Oklahoma 1, dann verlieren wir das vierte, es steht 3-1, dann gewinnen wir unser Zuhause, es steht 3-2 und dann stehlen wir tatsächlich nochmal ein Game und jetzt steht es 3-3. Es ist alles offen und wir können das Ding hier gewinnen und dann ziehen wir die Finals ein. Auf jeden Fall ein absolut verrückter Verlauf, den es auch nicht so oft gibt, dass ein Heimteam beide Spiele verliert, dann eins auswärts stiehlt, dann verliert es nochmal eins und dann gewinnt es nochmal beide. Also absolut crazy. Absolut crazy. Oklahoma City Thunder playing against the Dallas Mavericks at their home, American Airlines. Aber wir spielen auch mit allem, was wir haben. Und nicht nur wir, das ganze Team. Dirkulis, Williams, Beverly. Auch wenn ich oft schimpfe, auch wenn mich viele Aktionen ankotzen, Parsons auch, der teilweise oft Scheiße spielt. Trotzdem. Game 7. This is it. Game 7. What are we gonna do? Und was gibt's bitte Geileres als Game 7 zu Hause? Von den Heimfans, von den eigenen Fans. Und der Tip-Off gehört uns. You look at Dallas. It all comes down to this. A rough Leute anbieten. So far, but only one team will walk away victorious. And really a deciding game like this, everything's easy going. That can be a challenge. Easy going. Und ich sage euch ganz ehrlich, zwischenzeitlich habe ich gedacht, die Series in der Serie gewinnen wir niemals. Und jetzt gerade eben habe ich ein verdammt gutes Gefühl. But still, like you said, you wouldn't trade home court for anything. Ein verdammt gutes Gefühl. All fueled up and ready to go. Denn jetzt weiß ich, es ist nur noch ein Spiel. So the Thunder 5 right now. Bam! Nice! And Durant in at the three spot. Here's Caldwell Pope after the Mavericks pick up three. Unfassbar. 5-0. We play just over a minute here in the first. They double him with three. And Cantor wide open. Ja, macht ihn. Nice jump shot from the top of the key. You know, I think, Kevin, they took a bit of a chance there going to the double team, and that left another guy open out there. Beverly, the pass to Freak. Off the mark there with the three-point shot. Sowas ist ärgerlich, wenn ich so frei stehe, dann sollte er schon reingehen. They lost their last game on Tuesday. Yeah, they just caught a team, Kevin, that was in a zone. Habe ich zu Beverly. Der raus zu mir. Diesmal droppt er. Westbrook. Und die Fans, ich will euch hören, ihr müsst abgehen. Ich wollte gerade sagen, der darf niemals gehen. Aber bei Defensiv-Rebounds haben wir halt schon die ganze Serie unsere Probleme. Ey Leute, lasst mich halt mal kurz mich bewegen, ey, ihr seid so dumm! Ist mir scheißegal. Ja, mach's weiter. Ist mir dumm wie Scheiße. Wirklich, also was diese ständige Hin- und Hergepasse soll, das versteht kein Mensch. Schöner Pass, rein damit.
I like the fact that he led his teammate right to the ideal spot. You don't always throw it to your Serie unentschieden. 3-3. Wir sehen es unten rechts. Westbrook. Ja, der komplett frei. Haben wir. Beverly. Nein! Fällt der noch raus? Just look at what a sniper he is from long range. He's got such an unusual skill for a big fella. Ach kommt, Jungs. Ja, brauch ich gar nicht zurücklaufen. Finish off the break. Just a great job of attacking. Komm, Konzentration. Yeah, you know, exploding to the basket like that, Greg, just as soon as that ball was going the other way, that's exactly how you want to do it. Again, the miss by Läuft. The Mavericks. For Oklahoma City, they've gone 5-9 from the field here in the first. Blocks. Nur mal so. Falls ihr meint, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Immer weiter. Immer weiter. Irgendwann ist der Max schon on fire. Freak's got a couple of threes now in the first for the man. Oklahoma City's gone 1-3 from beyond the arc so far in the game. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist eine der Schwächen der Thunder. Wie viel Raum die mir lassen. Unfassbar, was ich in der Serie an Dreiern rausgeballert habe. In with Doris Burke. Doris? Yes, thanks, guys. I got a chance to hear what Rick Carlisle was saying to the team. He made no mistake that their plan was to run their offense through so. Nowitzki. Coach is looking for something special from him. He's usually Komm, not the main option at the offensive end, but it looks like he's going to be today. Kevin, we'll see how that strategy pans out yeah. as this game develops. Ausgleich 13-13. Report, Doris. He's hit the ground running here in the first, putting together a nice quarter offensively. Warum kommt da nicht der Pass? And Parsons kicks the freak. The pass to Williams. Freak sets a screen for Williams. Over in the corner, Beverly. Komm, Beverly. Bam! Endlich! Meine Jungs hauen mal was rein von Downtown und es ist so wichtig. And they're saying he hit the ball. But Julian, he's checked in for Dirk Nowitzki. Zaza Pachulia. He missed Green. Now on defense. 3-point lead. And Waiters kicks to Robinson. Unsere. And stolen by Parsons. Here's Williams. And Dallas. Macht ihn. 13-18. They have a chance to go 2-for-1 here. Let's see. Was geht hier gerade ab? Was geht hier gerade ab? Beverly spielt ihn zu mir. Bam! 13-22. Fast der nächste Stil. Und ich raste komplett aus. Wieder rein damit. They did seem to take the cautious approach, Greg, when it came to defending that one. You're right. Und blocks. Was? Ein erstes Viertel. 15-23. Bitte weiter so, Jungs. Bitte weiter so. Welcome back to this game 7 as we get ready to get back into the action. And a breakdown here, guys, the hustle stats for the Mavericks. Well, you have to admire their intensity in the paint defensively. I mean, really contesting and even blocking shots. Durant. Definitely a factor. Zu Westbrook. And also defensively. Ich komme, ja, ich komme gar nicht durch. Was wollt ihr von mir? Wir stehen ungefähr 4 Spieler. Ich versuche die ganze Zeit durchzulaufen. Keine Chance. Durant the 3 and Ibaka the 4. Kentavious Caldwell-Pope is out there with Russell Westbrook, and it's Cantor in at the 5 down low. Parsons dishes to Freak, feeds to Beverly. Shot clock at 6. Parsons outside. Parsons to Must. Shot
Egal, weiter. Ja, da kommt noch die Defense zu mir. Beverly. Alter, wenn ich den reingemacht hätte, als dann... Domination. Rein damit. Derek Favors checked in for the Mavericks. Turner comes in for Patrick Beverly. Rein damit. Alle drei. Turnover. Komm schon, komm schon, komm schon. Williams passes to Freak. Den hätte ich nicht nehmen sollen. Ich habe gedacht, da stehe ich frei. Also frei zum Werfen. Jetzt nicht, dass ich komplett frei stand. Ja, macht ihn. Westbrook's got six. You know, his ability is matched only by his energy, guys. I mean, he's usually in the middle of everything for his team. Freak kicks to Turner. Favors dishes to Freak. Was machst du? Also ich muss ja nicht jedes Mal den scheiß Wurf nehmen, wenn ich anfake. Ja. Textbook, nice pass, great catch, even better finish. 21-26. Eingedreht. Bam! Über alle drüber. Oh Mann. He ended with 32 points and along with what he did on the offensive end, he also played some stellar defense as well. Numbers like that make you anxious to see what he can do next time. All right, Doris, thanks so much for the report. We had to just marvel, guys, at what he was gefällt halt wieder, ne? Didn't you? You know what? It was the game of basketball being played at its highest level. No question who their MVP was in that. Ja, Halbzeit 38-46. Könnte wesentlich schlechter laufen. Wesentlich schlechter. Pipi-Pause. Trinkpause. Whatever. Welcome you back to the Western Conference Finals as we get going again. You look at Freak in this game, he has been everywhere. Die Sonder mit dem Einwurf. When the decision making is as good as it was there in that first half, didn't force anything. Guys, I think here in the second half though, they may want unser a little more assertive. Ganz stark von Dirk. Even the tough Freak, he's in a three. Davis is out there with Nowitzki. Bam! And it's Jordan in the picture. 11 Punkte Führung. Das Momentum ist sowas von auf unserer Seite. Ich hab ihn. Mach ihn! Jawohl, Mann! Weiter, Konzentration. Konzentration. Das ist so... Er hat einfach nicht die Skills, um den Ball zu halten. Ja, das war klar. Das war klar, dass es da ein Brett gibt. Bam, Mann! Ausradiert! Alter, er kriegt gerade so auf die Fresse. Beverly will pass to Freak. Scheiße. This is the wing jam. And as far as jump shots go, that's what you have to continue to try and get. I don't know how that one stayed out. Durant. Durant against Favors. Und nächster Block. Alter, ich raste gerade komplett aus. Radiergummi ist schon gar kein Wort mehr. Here's Caldwell Pope, kicks to Ibaka. Ja gut, den kann dieses Mal niemand aufhalten.
tell you what, Kevin, they'd love 11 to Punkte see Führung. Him get a lot more of those opportunities. Clark, that deficit will go away quickly if he does. And how about how schöner Pass. Und dann gibt's einen Dank von mir. Hardwell. Poe. Gerade eben zwei Steals und einen Monsterblock kassiert. Ja, Kevin Durant versucht sich frei zu laufen. Wie er halt gerade so reinfällt. Beverly. Schöner Pass. Und da sage ich einfach nur Danke. Sag ich einfach nur Danke. Die Linie entlang. Ich bleib bei Durant. Caldwell. Immer noch. Ibaka mit dem Screen. Immer noch Caldwell. Immer noch, immer noch, immer noch. Geht nicht, habe ich. Caldwell verkackt es gerade komplett für die Sander. Und wir regeln das Ding für die Dallas Mavericks. No one can stop us. 16 Punkte Führung. Was ist das bitte für ein Wahnsinn? Wir kämpfen 6 Spiele lang. Immer laufen wir hinterher. Jedes Spiel. Und jetzt führen wir mit 14 Punkten. You gotta do it yourself. That dunk's the shot in the arm they need to really cut into that lead. Well, Greg, it's certainly got everybody on their back. Kannst du mich nicht aufhalten. Kevin Durant macht zwar offensiv alles abreißen, aber defensiv geht gerade gar nichts bei ihm. 10 points for Kevin Durant. Mavericks leading by 14. Glaub mir, ich werde jeden Fehler eiskalt ausnutzen. And Beverly kicks the freak. Scheiße. Oh, ich hab gedacht, ihr kriegt den noch. Green, beruhig dich. Ich hab ihn. Nein! Was hat Green für einen Luck? Alter, was ist jetzt? Was haben die gerade für einen Luck? Ja, das war jetzt einmal ein Witz. That's 12 points for Kevin Durant. I like the recognition of the mismatch there, immediately making the defense pay. Monster block! Bitte, danke! Who the fuck is Green? Alter, ich schwör, was ich gerade an Defense spiele, ist auch ist einfach alles nur noch crazy. Wurffoul von Kevin Durant. Zwei Freiwürfe. Yeah, easy call. Yeah, you can hear the smack all Nummer 1. And a closer look here at the scoring breakdown for the Mavs. Guys, the passing we've seen from Nummer 2. Very unselfish. And also I think it's really led to the Was eine Block Party. Und den Block muss man echt erstmal raushauen, wenn einer komplett auf dich zuläuft. Julia, he's checked in for favor. Die nächste Stil von uns. And Darren Williams is subbed in for Patrick Beverly. Freak kicks to Williams. Nowitzki with it. Robinson picks him up. Korbleger. Geiler Pass von Dirkules. 16 Punkte Führung. Westbrook. Defense. Ja, da komme ich diesmal nicht ran. Six points for Deion Waiters. Nice work on the Williams. Inside. Hard to get that one up and over the big fella. Well, it's not supposed to be easy down there. Zdiak. A little artistry on the inside helped him make it. Angetäuscht. Freak kicks to Nowitzki. Zdiak, der zu Parsons. Parsons zurück. Ich zu Dirk. Dirk nimmt ihn. Ich krieg den Rebound nicht, schade. Just 2 seconds between shot clock and game clock. Egal, macht nichts. 12 Punkte. Wir haben noch eine Shot Clock zu spielen. You know what? That's what you like to see. A perfect pass leading him right into the shot. Didn't even have to break stride. Ja, und da kommt der Korb.
Nein, den muss ich annehmen, auch wenn sie jetzt noch eine Chance haben zu werfen. Aber den kann ich natürlich nicht auslassen. Unserer! Ey, Jungs, ihr seid so stark. Ihr seid so stark heute. 14 Punkte Führung. Und wir gehen schon ins vierte Viertel. The Mavericks on top. They lead by 14. And we'll get going after this from the American Airlines Center. Welcome back as we get ready to start the fourth quarter. Not exactly a nail biter here, but you never know. Und die Sander fangen jetzt schon an zu pressen. And here's Freak and Oklahoma City. Look at who they've got. Bitte danke. Bitte danke. 16 Punkte Führung. Russell Westbrook out there with Caldwell Pope and it's McGarry in at the pivot spot manning the middle. Caldwell Pope. 40 Punkte Spiel schon wieder von uns. There's the screen. Ja. Offensive rebound and Ibaka kicks to Westbrook. Ja. And you can count it. He'll go to the line. 3-point play. Westbrook ein Freiwurf. Has opened things up for them. Geht rein. Offensively. 10 straight points off assist. That's very impressive. And ganz ruhig jetzt. Makes the game easy. Auch 13 Punkte, als noch nicht, dass wir gewonnen haben. Parsons macht ihn. Ganz souverän. Wir sind dabei, die Serie zu entscheiden. Cancer. Cancer kicks to Westbrook. Ibaka, the pass to Durant. Shot clock 5 Sekunden auf der Out of Bounds. Es läuft alles für uns, alles. Just no idea he was right near the line. And the Mavericks making a change here. Thornton's checked in. Out to the right wing. There's Freak. Den nehme ich noch. Den nehme ich noch. 3 Freiwürfe. You have to avoid fouls like that. As a defender, Nummer 1. Challenge the three-point shooter, but run by him, not into him. Das. Impeccable from the line since halftime. No misses yet. Dress. Can't do much better than that, guys. It's good, and he's 100% from the line thus far. Caldwell. Westbrook. Durant frei. Und sogar der haut jetzt die Dinger daneben. Caldwell macht ihn. 15 Punkte Führung. It took a long time for him to get that first triple. Let's see now though if he can get going. Zu Parsons. Und ich dank über Kevin Durant. Geposterized. No doubt about it. Kommt danach Game 3, das nächste 50-Punkte-Spiel von Maxi. Auch wenn mir das eigentlich scheißegal ist, Hauptsache wir gewinnen. Dann kann ich mir auf jeden Fall sagen, ich habe mit Dirkulis die Mavs in die Finals gebracht. Egal was dann passiert. Yeah, it took them a while, but now they're starting Komm, to get screen. Into a flow from outside. And boy, Parsons, bitte, danke. Bitte, danke. And the Mavericks lead by 16. Wow, he was just wide open there. That's way too easy. Here's Caldwell Pope. He's guarded by Thornton. And again, Oklahoma nagelt halt wieder eiskalt den Dreier, ne? Starting to feel it. He's in a groove here in the second half. Und wir heizen die Fans nochmal an. 3:35 auf der Uhr, 13 Punkte Führung. Da kommt der Pass. Aber ich habe Zeit. Oh, ich habe so viel Zeit, Kevin Durant. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. He dishes it to Beverly. Und Wurffoul und Kevin Durant mit seinem vierten Personal. Wir zerlegen den ehemaligen MVP. And one.
And two. And both free throws good from Freak. He's simply just willing himself to the line here. 64 zu 79. Und wir haben ihn. Und wir haben ihn. Nein, hätte ich jetzt nicht unbedingt nehmen müssen oder sollen. For somebody who's as good at shooting the three as he is, you need a defender who's equally adept at guarding. Bam! That was well done. I like that. Kevin Durant, was hast du gesagt? Ich kann dich nicht hören. Fünf Blocks. Was ein Spiel. Durant for three. Geht wieder nicht. Und Favors mit dem Rebound. Favors. Favors dishes to Freak. He kicks it to Beverly. Stand screen. Double screen. Schade. Rebounded by Oklahoma City. Cantor's got his third rebound on the night. Defense, Mann, schon wieder von Maxi. Alter, was mache ich gerade mit Kevin Durant? Back to Beverly. Favors with a screen on Westbrook. Puts up a three. And bam! Bam, 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 bam! Rocket! Freak's got 50 points. 50 Punkte! The MVP is in the house! Well, this lead is too big to overcome. I'm going out on the limb right now. There's just not enough time left. Ibaka komplett frei. Macht ihn auch wieder nicht. I guess even he has to miss one of those. Ganz ruhig. Beverly dishes to Freak. We've got 1:28 left in the game. Nowitzki a screen. Beverly the pass. Alter, oh my goodness! Cancer, bitte einmal aus dem Weg gehen. Der MVP kommt angerollt. Und damit sage ich euch, wir stehen in den Final 20 Punkte Führung. 1:14 nur noch zu spielen. Dieses Wunder vollbringen nicht mal die Thunder. And what an amazing all-around game it was for Freak. Dieses Wunder vollbringen definitiv nicht mal die Thunder. And really knocked down big shots all game long. Und da kommt der Spin-Move. Oh, schade. Ich kann es nicht fassen. Wir drehen die Serie. Ich hätte es zwischenzeitlich echt nicht gedacht. Ich habe gedacht, es werden definitiv die ersten Playoffs, wo ich rausfliege. Zwei Freiwürfe. Wir können feiern. Wir können definitiv feiern. Wir sind in den Finals. Egal, was hier passiert. Und wir legen wieder ein 50-Punkte-Spiel auf. Aber es lag nicht nur an mir alleine. Die Dreier sind heute gefallen. Geile Defense gespielt teilweise. Es hat einfach gepasst. Aber ich hatte schon von Anfang an einfach ein gutes Gefühl. Und der macht ihn. Wir sind in den Finals gegen die Cavs. Die Thunder egalisiert. Man muss auch ganz ehrlich sagen, Kevin Durant zerstört am Ende. Einfach zerstört. Die ganzen Blocks haben natürlich auch dazu beigetragen, dass dort wirklich auch gar nichts mehr lief. Wir haben es geschafft. Wir sind die Gewinner der Conference Finals. Und die Thunder können es selbst nicht glauben. Sie können es nicht glauben. Ich würde mir so sehr wünschen, dass es in echt auch so ist. Aber wenn ich diese Folge bringe, ist die Runde 1 schon längst vorbei.
Ich drücke auf jeden Fall die Mavs die Daumen. Ich wünsche es ihnen. Aber ob es wirklich klappt, ich weiß es nicht. Aber jetzt können wir erstmal feiern. Eine Serie, die mich echt viel Kraft und Energie gekostet hat. Ich merke es auch dabei, ich bin echt im Arsch. Gar nicht mehr. Völlig hinüber. 2 50-Punkte-Games. Einmal in Game 3. Und dann einmal jetzt hier in Game 7. Western Conference Champion. Und jetzt geht's gegen LeBron James, Kyrie, Kevin Love, J.R. Smith, Shumpert, etc., etc. 52 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists, 5 Blocks, 2 Steals, 18 von 27, 10 von 10 Freiwürfen, 6 von 12, 21 Minuten gespielt, keinen einzigen Turnover, 0 Fouls. Ich würde sagen, der MVP war hier. Däumchen da lassen, 6 Mal wieder reinschauen. Bis dann, euer Max. Ciao.